Moin Freunde und herzlich willkommen zum ersten Spiel der Playoff-Viertelfinals der DEL-Saison mit den Eisbären Berlin. Wir haben ja das Duell des Finales aus dem Vorjahr. Die Eisbären treffen auf den IHC Red Bull München. Und in 7 Spielen ging das letztjährige Finale zugunsten des IHC Red Bull München aus. Heute soll es der Beginn einer etwas anderen Serie sein. Berlin ist heiß drauf. Als Tabellendritter, glaube ich, haben wir uns qualifiziert oder Zweiter sogar. Und das soll jetzt den Aufschwung geben für diese Playoff-Viertelfinalserie. Rein in die Partie. Die Eisbären in den dunklen Trikots. Der IHC Red Bull München in den weißen Trikots. Also, erstes Playoff-Viertelfinale und ich freue mich drauf. Und unterschiedlicher kann eine Mannschaft gar nicht sein. München mit nur 2 Siegen aus den letzten 10 Partien in der Hauptrunde. Also aus in den letzten 10 Spielen der Hauptrunde. Berlin mit 6 Siegen aus den letzten 10 Partien der Hauptrunde. Und hier schön auf James Sheppard. Aber Jocelyn ist schnell unterwegs und Ranke kommt hier nicht mit dem entsprechenden Effet im Pass rein. Trotzdem erste gute Möglichkeit. Station of Wolf. Ja, und so eine Serie, vor allem die Playoffs, das ist ja immer wieder ein anderes Dasein. Das ist ja quasi wie die 5. Jahreszeit. Hashtag geilste Zeit natürlich. Und dementsprechend soll das hier auch für diese beiden Mannschaften sehr, sehr interessant werden. Ich freue mich auch, zeitgleich natürlich die Orakel zu zeigen in den Viertelfinals. Dort werde ich dann jeweils die Orakel zeigen der wirklichen Spiele. Also auch ab heute dann natürlich zu sehen. Heute 2. Heute Augsburg DEG und Köln gegen Ingolstadt. Und morgen dann die Viertelfinals der Gegner, der Adler Mannheim gegen oder und den IHC Red Bull München. Die stehen zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht fest. Eine Pre-Playoff-Serie bereits beendet. Berlin hat sich qualifiziert mit 2:0 gegen Straubing. Allerdings Bremerhaven gegen Nürnberg noch nicht beendet. Und dadurch, dass das der 7. gegen den 10. ist, kann sich da noch so viel tun. Je nachdem, wer durchkommt, ändern sich die möglichen Viertelfinals da definitiv noch. Und dementsprechend dürfen wir da sehr, sehr, sehr gespannt sein. Küper fischt den Schuss raus. Und der war wichtig. Ansonsten führen die Münchner hier diese Partie an. Und somit gibt es die erste Strafzeit für die Gäste. Und das erste Powerplay für Berlin, die ja die letzten 2 Partien, nämlich gegen Düsseldorf und gegen Köln, nicht gut agiert haben. Es war so eine kleine Negativserie. Und es war vor allem auch, schade, abseits, ein relativ torloses Wochenende aus Eisbärensicht. Genau das will man in diesem Viertelfinale, das muss man in diesem Viertelfinale definitiv ablegen. Ansonsten wird das eine sehr, sehr bittere Serie erneut gegen den amtierenden Meister dieser DEL. Schön zurückgelegt auf Danny Richmond, aber wieder aus den Birken, der die Übersicht behält. Und München hier beim 0:0 hält. 44 Sekunden noch Überzahl. Da ist Colin Smith. Da wird gut nachgestochert. 2 Münchner da am scheibenführenden Spieler. Und Berlin schafft es nicht, sich hier wirklich festzusetzen. Überzahlspiel vorbei. Und Christensen mit dem abgefangenen Puck. Ja, Berlin mit Problemen hier aktuell. München wirklich sehr offensiv, wirklich sehr aggressiv an dem spielführenden, am puckführenden Spieler. McRae of Mitchell. Sehr schön von Dupont. Aber auch hier Scheibenverlust. München nach dieser überstandenen Strafzeit. Oh, wirklich offensiv und dann sowas. Mit viel Glück gibt es den Führungstreffer für die Bullen.
anderthalb Minuten vor Ende des ersten Durchgangs. Und hat man auf der eigenen Seite schon richtig Pech, kommt beim Gegner noch Glück dazu. John Mitchell, hier schießt er Mickey Dupont an und der fälscht die Scheibe unhaltbar für Marvin Küper ab. Zum 1:0 für den EHC Red Bull München. James Sheppard gegen Brooks Masek. Oh, schön von Beckmann. Und jetzt muss doch mal was kommen. Wieder die Überzahlsituation, wieder die Strafzeit. Aber erst zwei Schüsse in diesem Drittel für die Eisbären. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Bondarczuk kriegt die Scheibe nicht raus, dann aber auf Mitchell und der sorgt erstmal für die Befreiung. Und jetzt André Ranke. Ranke abgefälscht. Und auch hier wieder München kann sich sehr, sehr einfach befreien. Relativ schwer für Berlin hier entsprechend das Spiel aufzuziehen. Und dann ist auch der erste Durchgang vorbei. 1:0 für die Gäste, die ja mit einem möglichen Sieg hier das Heimrecht entführen könnten. Aber so weit wollen die Berliner noch nicht denken. So weit will auch die Münchner. Oder wollen die Münchner noch nicht denken? Es ist noch jede Menge Eiszeit. Es kann hier noch alles Mögliche passieren. Aber wir begutachten das Spiel der Eisbären Berlin, das ja, ich habe es vorhin schon gesagt, nicht so torreich war in letzter Zeit. Und selbiges tut in dieser Partie Danny Austin-Bürken. Unüberwindbar bislang. Jetzt vielleicht Braun. Aber auch der will nicht so recht. Jetzt wieder Bulli gewinnt Berlin. Und Abelshauser kann die Scheibe befreien. Oh, Ranke geht da gut nach, aber sie können kein Profit rausschlagen. Scheibe landet auf der Bank und somit Bulli in der Offensivzone des Gastgebers. Seidenberg, Mitchell und auch dieses zweite Powerplay nicht von Erfolg gekrönt. München wieder komplett. Und sofort geht es natürlich wieder in die Offensive rein. Da ist Dupont. Der sieht Runford. Oh, wieder Pass etwas zu lang. Ansonsten gute Möglichkeit für einen One-Timer. Und abseits. Dupont zwingt Mitchell zum verzögerten Reinfahren. Und das reicht aus, um München hier ins Abseits zu stellen. Trotzdem sehr schwer für die Eisbären, hier entsprechend ins Spiel reinzukommen. München macht das wirklich hervorragend. Immer sofort am scheibenführenden Spieler dran. Und jetzt die Druckphase für die Gäste. Gut gemacht, wieder von Marvin Küper. Verhindert das 0:2. Das müssen die Berliner aktuell wirklich mit Vorsicht genießen. Jetzt vielleicht, aber wieder ist da Danny Austin-Bürken. Ist Berlins torloser Trend hier noch nicht vorbei? Das ist natürlich gerade in so einer beginnenden Viertelfinalserie tödlich. Aber Sheppard jetzt und auch hier der Querpass abgefangen. Jetzt vielleicht Braun wieder an Danny Austin-Bürken. Es will einfach nicht. Und das macht es den Berlinern aktuell wirklich so schwer, dieses Spiel aufzuziehen, wie man es kennt. Der Torerfolg, der hier ausbleibt, könnte natürlich auch ein entsprechender Faktor werden in so einer Viertelfinalserie. Das wird ein Icing geben, denn Boyle schneller wie Beckmann. Was dagegen tun?
mehr als aufs Tor schießen ist meistens nicht drin. Es muss der Treffer her. Dann kann der Knoten unter Umständen platzen. Aber wenn es halt nicht sein soll, dann ist es hier natürlich sehr schwer. Bergman jetzt rüber. Aber der Pass kommt wieder nicht. Bergman. Danny aus den Pitten in der Zwischenzeit schon das kurze Eck gewechselt. Hager wird gestoppt von Braun. Gut aufgepasst. Gut an der blauen Linie zugestellt. Rankel kann sich da durchdrücken. Wird allerdings wieder angegangen. Und trotzdem Hörtler. Oh, will da durchziehen. Eigentlich ein guter Move. Aber es kommt aktuell wirklich noch sehr, sehr viel Pech dazu. Marvin Küper, Braun. Kämpft da um den Puck. Masek. Muss wieder raus. Gut gestört von den Eisbären. Boah, schön gemacht. Und jetzt aber. Der Querpass kommt wieder nicht an. Das ist doch heute nicht möglich. Und sie müssen sich dringend was anderes einfallen lassen. Berlin merkt, man kommt mit dieser Spielweise nicht ran. Nur noch 8 Sekunden im Mitteldurchgang. Also 0:1 weiterhin nach 40 Minuten. 6:9 Schüsse. Berlin also wesentlich mehr gemacht im Mittelabschnitt, aber es ist einfach kein Tor gefallen. Und das Problem, das haben wir jetzt seit ein paar Spielen. Und Berlin muss da wirklich schleunigst was dran ändern. Schade, abseits. Ansonsten eine gute Möglichkeit, eingangs des dritten Abschnitts. Kollege mit Berlin auf Shepard. Der dreht dann nochmal entgegen der Laufrichtung der Münchner Verteidigung ab. Und jetzt ist das Tor frei gewesen. Und Marvin Küper. Rankel auf Richmond. Bleibt erstmal mittig. Und da sollte der Pass nicht hin. Wo ist denn da die Anspielstation? Oh, Shepard. Jetzt geht er durch. Shepard. Und Bergman zu spät. Das ist nicht wahr. Und Marvin Küper sorgt weiterhin dafür, dass Berlin hier nur einen Treffer erstmal braucht. Und Busch. Aber wieder aus den Birken. Unfassbar. Unfassbar. Und so langsam bin ich tatsächlich am Verzweifeln. Drittes Spiel und ich glaube nur ein Tor aus Berliner Sicht. Wieder sehr schön umgeschaltet von Runford. Aber wo kommt der Querpass? Busch wird gestört. Und jetzt komm. Muss doch mal irgendwo irgendwie was drin sein. Übers Tor. So, komm jetzt, Oliver. Es gibt's doch nicht. Wo ist denn der Rest? Der kommt jetzt erst. Ein sehr schöner Zweikampf. Jamie McQueen. Boah, ich bin wirklich am Verzweifeln. Das gibt's doch einfach nicht. Danny aus den Birken, machst du nix. Und es sieht halt echt so aus, als das Update kam. Auf Version 1.04 geht nichts mehr, toremäßig oder wenig.
Boyle. Ach, natürlich. Goddammit, das wird wohl die erste Niederlage sein in diesem Playoff-Viertelfinale. Aber Richmond, Berlin ja bekanntlich bärenstark in Unterzahl. Jetzt vielleicht! Aber wieder nichts. Eine Minute fünf noch. München jetzt natürlich mit entsprechend viel Zeit. Und das machen sie einfach so aus der Drehung. Und das ist es gewesen. Und das könnte definitiv ein unliebsames Ende nehmen, dieses Let's Plays. Wenn die Torflaute hier noch andauert. Aber auch diese Pässe. Und Ranke, halbe Minute noch. Berlin gibt nicht auf. James Sheppard! Da. Leider nichts zu machen. Und am Ende ist es tatsächlich der 2:0-Sieg für München im ersten Playoff-Spiel. Ganz, ganz bitteres Ding. Und damit geht München mit 1:0 in dieser Serienführung. 14:8 Schüsse. Und wir kommen an Danny aus den Birken einfach nicht vorbei. So, gucken wir mal in die anderen Stadien. Wie lief's? Krefeld. Also, Köln führt gegen Ingolstadt mit 1:0. München führt gegen die Eisbären Berlin. Die Thomas Sauer Ice Tigers als einziges Heimteam die 1:0-Führung gegen die Grizzlies Wolfsburg. Und die Krefeld Pinguine führen gegen die Adler Mannheim. So viel zum ersten Viertelfinale. Die zweite Partie gibt es am Freitag. Beziehungsweise, da werde ich mal schauen. Ich will nicht alles auf einmal bringen, dann wahrscheinlich am Samstag. Und wenn es euch trotz allem gefallen hat, lasst mir ein Like da. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.